Ja, aber was soll man denn noch großartig machen? Wo kann man jetzt mit Papa reden? Papa? Lass uns später reden, Morgan. Ja, aber warum? Papa, ich habe diese Karte in Tanners Statue gefunden. Kennst du die Insel? Das war jetzt gerade so zufällig. Zufälle gibt's. Ich habe sie in all meinen Jahren auf See noch nie auf einer Karte gesehen. Solange du die Koordinaten der Insel nicht findest, werden wir nie wissen, wo genau sie liegt. Kann ich jetzt gehen? Ich muss noch ein paar Dinge... Was willst du denn noch? Vielleicht auch noch die? Was denn noch? Was denn für Dinge? Die hier. Will sie pennen? So müde bin ich nicht, danke. Okay, bitte. Ich wollte nur nett sein. Und nun? Ja, liebe Freunde, wir haben ein Kapitel geschafft und na, jetzt verabschiede ich mich bis dahin und tschüss. Nein. Soll ich die vielleicht miteinander verbinden? Nöp. Nöp. Ja, was willst du nur hier mit festbinden? Die zusammen? Habt ihr schon mal so einen Schlüssel gesehen? Hä? Ja, aber was will die denn noch machen? Wir haben doch nichts mehr. Ja, was soll ich denn? Na, ehrlich gesagt machen. Ich kann denen nichts geben. Ah, vielleicht. Wir sind im Moment auf Bounty Island. Hier bin ich aufgewachsen. Vielleicht. Ich frage mich, was passieren würde, wenn ich sie auf die bekannten Orte ausrichte. Aha. Das musste also noch gemacht werden. Das ist es. Schau! Tanner Island liegt genau hier. Gut gemacht, Morgan. Können wir dieses Ziel sofort ansteuern? Nö. Natürlich. Oh. Dann werde ich in meiner Kajüte bleiben, bis wir ankommen. Die heutige Aufregung hat mich erschöpft. Ja, ja. Mal jetzt mit Daddy reden, wegen Mamas Erinnerung. Papa? Ja, Morgan? Altes Haus Bonita, oh oh. Ich habe das alte Haus besucht. Was? Ich sagte dir, dass du dort wegbleiben sollst. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt. Nein, anscheinend nicht. Aber du hast auch gesagt, ich müsse Initiative ergreifen. Das ist kein Diskussionsthema. Bleib dort weg. Soll ich einen offiziellen Befehl aussprechen? Mama ist vor Jahren gestorben. Du musst damit abschließen. Das reicht. Soll ich dich in Ketten legen?
Du bist der tapferste Captain und der beste Vater der Welt. Und dennoch hast du Angst, dich dem zu stellen. Mama kommt nicht zurück. Glaubst du, ich weiß das nicht? Es gibt keinen Tag... Captain, was ist los? Raus hier, beide! Was ist denn nun? Warum hast du Papa und mich bloß unterbrochen? Ich habe es nur gut gemeint. Es hat sich angehört, als würdet ihr euch gegenseitig umbringen. Er war fast so weit, über Mama zu reden. Oh. Ja, oh. Jetzt wird er wieder auf der Hut sein, wenn ich es nochmal versuche. Trotzdem hast du dieses Mal Fortschritte gemacht. Ja, das stimmt. Aber es dauert immer noch zu lange. Das stimmt, es frisst den Captain auf wie ein Geschwür. Oh, wenn ich es nur schaffen würde, ihn zum alten Haus zu bringen. Vielleicht kann ich ihn schlafend hintragen. Das funktioniert niemals. Warte. Wenn er in einen sehr tiefen Schlaf sinken würde, dann könnte es funktionieren. Du denkst an eine Art Schlaftrunk? Die Augen von Jim, wir sind so der Gesichtsausdruck allgemein. Das ist irgendwie geil. Vielleicht. Ich denke darüber nach. Aber es muss geschickt gemacht werden, sonst fällt es ihm auf. Was ist mit der Schlaffliege? Ein Biss von ihr reicht aus, jemanden für ein paar Stunden zum Schlafen zu bringen. Ich habe noch nie etwas von der Schlaffliege gehört. Wie sieht sie aus? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine gesehen. Mama hätte es gewusst. Sie liebte Bücher über Pflanzen und Blumen und sogar Insekten. Ja, ich erinnere mich. Sie hatte eine richtige Büchersammlung in eurem Haus. Aha. Ich glaube, wir reisen noch nicht. Kleiner Hammer. Sondern, gehen dann mal in unsere Hütte zurück. Also in Mamas Pause. Es gibt einen kleinen Hammer. Gut. Die Tür ist verriegelt. Wie seltsam. Im Hammer. Na ja, hier runter kommen wir nicht. In unsere Hütte brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir nochmal erst an Deck. Denn ich möchte... Wo willst du hin? Bounty Island. Hallo? Wo willst du hin? Bounty Island. Denn ich möchte... Denkt er immer noch... Der ist weg. Ja, was wollte ich gerade sagen? Denn ich möchte nochmal in das Haus rein. Kann man mit dem anderen was quatschen? Entschuldigung? Eine Ratte läuft da oben umher. Ach, das soll so sein? Guck mal. Und hier ist eine Lampe hinzugekommen. Ja? Hier hat sich kaum was geändert. So, dass die Lampe jetzt hier hinzugekommen ist und das hier oben. Oder war das vorher auch schon? Mir ist das noch nie so richtig aufgefallen. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich so ein Blindfisch wirklich bin. Kann man jetzt hier in den Docks? Weiter? Nein. Gut, dann gehen wir mal nach Mamas Haus. Jetzt geh da entlang, Mädel. Gut. Geht doch. So. Spinnweben, Tisch.
kann man den aufmachen? Ich setze mich lieber nicht auf die Bank, sonst fange ich an zu weinen. Okay, Buch über Fauna und Flora. Was haben wir denn da? Hier steht, dass die Schlaffliege zur Art der Tsetsefliegen gehört und ihr Biss jemanden für ein paar Stunden zum Schlafen bringen kann. Na super. Warum nimmt er nicht einfach Alkohol, der arme Papa? Hier steht auch, dass man diese Fliegen nur in der Nähe seltener roter Pflanzen findet. Na super. Tsetsefliege. Ich guck. Nee, nochmal bitte. Ich lasse Mamas Buch lieber hier. Außer ich finde einen guten Grund, es mitzunehmen. Ich will es ja nur nochmal gucken. Kann man den mitnehmen? Jo. Ich glaube, ich. Malerei. Mama hätte bestimmt gewollt, dass ich es hier lasse. Okay, Spinnenweben wollen wir nicht. Ich möchte auch nur noch mal reingucken, wie die scheiß Blume aussah. It's a book about flora and fauna. Ich würde sagen, das Spiel hat gerade ein... Ja, komisch war das gerade. Ich lasse Mama... Gut. Dann müssen wir halt alle roten Blumen jetzt mal abklappern. Ich habe mich gerade mehr auf diese Fliege da konzentriert. Aber das ist echt eine Armbrust. Ach! Mal dahin und jetzt auf unserem Schiff. Das ist ja mal irgendwie ein Lied oder sowas, ne? Downtown oder keine Ahnung. So. Nein. Ja, die Docks. Da wollen wir hin. Und jetzt gehen wir wieder schön auf unserem Schiff und berichten. Diego. Da vorne. Wo willst du hin? Ah, nee. Können wir nochmal mit ihr? Nee, können wir nicht. Wo willst du hin? Wir haben ja nichts Neues mehr gemacht. Diego? Ja? Alessandro schläft Toilette. Was ist los mit der Toilette? Erinnerst du dich an Carlos Makrelensuppe? Alle Crewmitglieder waren. Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Zum Glück hätte ich Thunfisch. Okay, kann man hier da was es geben? Es ist ein Buch über Flora und Fauna. Hier steht, dass die Schlaffliege zur Art der Tsetsefliegen gehört und ihr Biss jemanden für ein paar Stunden zum Schlafen bringen kann. Da steht weiter, dass man diese Fliegen nur in der Nähe seltener roter Pflanzen findet. Da müssen wir eine solche Pflanze finden. Halt die Augen offen, Morgan. Hier. Ich würde das ja gerne nochmal selber. Geh mal hier hin. So. Ich würde es ja gerne selber nochmal gucken. Och, verdammt. Okay, dann segeln wir mal woanders hin. Wo willst du hin? An einen anderen Ort segeln. Lass uns lossegeln! Wir müssen sofort nach Tenner Island segeln. Das macht sich schon von selbst. Entschuldigen Sie, Captain Morgan. Ich werde Sie auf Ihrem Ausflug an Land begleiten. Hast du im letzten Mal auch nicht. Du